Also das war ein unglaubliches Gefühl natürlich. Das ist einfach schön, wenn man dann für die Arbeit, die man geleistet hat, dann so eine greifbare Anerkennung bekommt. Und eine der ersten Personen, die ich angerufen habe, war mein Vater, bei dem ich auch angefangen habe mit Flöte spielen. Der war quasi mein erster Lehrer und er hat sich, glaube ich, mit am meisten gefreut. Ich habe keine spezielle Routine. Ich probiere einfach, mich auf das zu konzentrieren, was gleich kommt. Und wenn ich dann auf der Bühne bin, probiere ich das einfach alles hinter mir zu lassen und einfach zu genießen und nicht daran zu denken, was jetzt alles schief laufen könnte. Im Programm war Mendelssohns Lobgesang. Und die Kantate, wie der Hirsch schreit. Ja, das war aufregend. Das war natürlich zum ersten Mal mit so einem Orchester zu spielen, war, man könnte sagen, eine Reizüberflutung, weil es ist einfach so viel, was auf einen zukommt. Und generell einfach die Möglichkeiten, hier mit so vielen Personen zusammenzuarbeiten, zu denen man immer irgendwie aufgeschaut hat und die man respektiert. Also ich würde auf jeden Fall in die Vergangenheit reisen. Was mich besonders interessieren würde, wäre bei der Uraufführung von Sacre du Printemps dabei gewesen zu sein. Das ist eines meiner Lieblingswerke und mich würde es einfach interessieren, wie die Stimmung da in dem Raum gerade war, weil es war ein Riesenskandal. Wenn Sie mich lassen, würde ich denen natürlich immer gerne auch Werke zeigen, die ich besonders spannend finde oder inspirierend finde. Und es gibt ja Werke, die sind einfach intuitiv sofort gut greifbar und für die man sofort Begeisterung aufbringen kann.